Alles seine Schuld. Ja, wir kommen zurück. Der PC hat ein bisschen gerade gestreikt. Also von der letzten Folge, da hat er mir gesagt, nee, 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 machst du jetzt Pause. Musst du rendern. Gut, hab ich bereit gemacht und jetzt können wir mal abgehen. Ein Stoffplüschtier. Wir müssen unbedingt das jetzt finden. Wir müssen jetzt die Eva... Also, um zu erklären, von was ich jetzt ausgehe. Eva versucht jetzt gerade die Erinnerung so zu manipulieren, dass John unbedingt auf den Mond will, aber dadurch erinnert er sich an die metablockierten Erinnerungen. Ihr wisst ja, das mit Joey wollte ich sagen. Oh mein Gott. Dass er ja gestorben ist durch die Mutter und das würde theoretisch den Johnny total in eine Depression ziehen. So ist jetzt meine Theorie dabei. Wir müssen jetzt Eva gerade aufhalten. Wir suchen sie. Nein! Umdrehen! Nein. Ich weiß, was du vorhast. Ich weiß, was du... was das heißt. Was du weißt. Ach ja, ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß. Hör auf. Unser Job ist, ihn zum Mond zu bringen. Und das wird nun passieren, wenn Joey motiviert wird, dieses Ziel zu erreichen. Aber wenn wir ihn davon... Aber wenn wir dafür Wilfer entfernen müssen, was soll die Sache dann noch überhaupt sein? Er will überhaupt nur zum Mond, weil sie gestorben ist. Ich weiß, aber wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, den Vertrag in speziell spezifizieren. Scheiß auf den Vertrag! Das mit dem SC habt ihr nicht gehört. Ich habe diesen Job nicht angenommen, um ihnen die Lebensfreude zu nehmen, Eva. Ich weiß ja nicht, was du da siehst, aber ich mache das hier, damit die alten Knacker mit einem Lächeln auf dem Gesicht sterben können. Ich doch auch. Und ich mag meinen Job. Aber wenn wir gegen die gesetzlichen Verpflichtungen, verstoßen, wird man uns vor Gericht bringen. Das werden wir anfechten. Wir wissen, dass Johnny, mein Gott, glücklicher wird, wenn er nicht zum Mond fliegt. Es gibt viele alternative Lebensstränge, in denen Johnny glücklicher wäre, näher. Wir sind nicht hier, um Gott zu spielen. Es ist unser Job, ihm zu geben, was er bestellt hat. Zufällig wissen wir aber besser, was er will. Besser als er selbst. Verstehe doch, ich riskiere Wilfer doch nur deswegen, weil ich an sie glaube und... Was soll das heißen, du riskierst sie? Du entfernst sie! Außerdem werde ich es wieder gut machen. Wieder gut machen? Wie denn? Uns läuft die Zeit davon. Vertrau mir einfach. Sagt der Frau... sagt die Frau, die mich von diesem verdammten Leuchtturm geschubst hat. Oh shit. Hast du gerade... Verdammte Lichtwerte! Mit diesen krummen Touren schaltest du meine Zugriffe nicht völlig ab, Eve. Versteckte Feind. Wirklich, Eva? Ja, ich versuche nur Zeit zu gewinnen. Danke, dass du Bescheid sagst. Okay, scheiße. Okay. Das ist ziemlich teure Ausrüstung, die du durch die Gegend wirfst. Ich meine es ernst. Bleib einfach, wo du bist und warte, bis ich fertig bin. Ach, du kannst mich mal. Ja, ich muss jeden Schritt jetzt hier gerade kontrollieren.
Hör auf! Zwing mich nicht dazu, hier auszusteigen und den Stecker zu ziehen! Du würdest ernsthaft riskieren, dass deine Erinnerungen in diesem kaputten Zustand bleiben? Hör einfach auf, bitte. Ich brauche nicht lang. Oha, nicht schon wieder. Oder komm doch und hol mich. Ich bin am Ende des Flurs. Okay, das Krankenlachen war wirklich krank. Oh. Das meinst du doch nicht jetzt wirklich? Findest du das witzig, Eva? Großer Gott, das sind nicht nur einfache Zombie-Evas. Das sind Zombie-Was. Keinen Schritt näher, ich bin bewaffnet. Okay, wow! Bleib weg! Schnell hoch! Nein! Bleib mir weg! Verzieht euch, ihr Drecksviecher! Verzieht euch! Zum Geronimo! Nein! Bleib mir doch mal weg! Puh, sind die Dinger... Warte mal, sind diese Dinger auch... also doch für etwas gut. Warte mal. Mann! Alter! Nein! Puh, jetzt reiß mich. Jetzt spiele ich auf härtere Bandagen. Ey! Nein. Puh. Mein Gott. Das ist alles nur eine Schleife. Alter. Oh, Schütte drauf! Was zum... Ja, wir gehen sofort rein. Wir gehen rein. Alter, die Eve ist total durchgeknallt. Eva, was ist passiert? Eva! Oh shit, ey. Okay, jetzt wird's leicht creepy. Ey! Okay. Alter. Haben wir einfach gerade die ganzen Erinnerungen so gut wie... Ach du Scheiße, wir haben die gesamten Erinnerungen so gut wie zerstört. Hallo. Warte, bleib hier.
Ich bin Johnny. Und wie heißt du? Schnell zurück, zurück. Warte mal, dann kann ich ja noch vielleicht zu anderen Erinnerungsabschnitten gehen. Die vorher lagen. Es ist fertig, Wulfer. Sie wird nie wieder allein sein. Das ganze System versinkt in Chaos. Ich will einfach nicht wie die anderen sein. Wie fühlt sich's an? Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Ja, Leute, jetzt kommt hier wirklich gerade eine Wiederholung aller Erinnerungsteile. Wir schauen uns jeden Raum nochmal an. Sag mir einfach, was los ist. Ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Ach du Scheiße, was haben wir angestellt? Ach du nein. So. Dein Platz? Oh, entschuldige. Ich wollte mich nicht breiten. Ach du Scheiße, das komplette System ist gerade beim Zusammenbrechen. Warte. Die Gesundheit von Ihnen sieht relativ normal noch aus. Warte, da hoch geht's auch. Hör mal, es ist lange her. Kein Datum, keine Uhrzeit, Johnny. Okay, rangehen. Hallo, Neil? Morpheus? Was? Hier ist Eva, du Trottel. Wir sind die Einzigen hier. Eva, was du auch gerade tust. Hör damit auf. Wir wissen vielleicht nicht, was Johnny will, aber wir wissen genau, was er nicht will. Und genau das beschwörst du gerade herauf. Es ist bereits geschehen, Nails. Warum kommst du nicht da eigentlich raus? Nö. Alter, was haben wir angestellt? Was hast du mit ihr gemacht? Entspann dich. Sie geht nur woanders hin. Weißt du, es ist eine Sache, meinen Zugriff zu blockieren, um mich mit ein paar Oliven zu füttern. Aber das ist jenseits von Gut und Böse. Es tut mir leid, dass das hier, aber das hier führt zu gar nichts, wenn du weiter die Erinnerungen zurücksetzt. Aber jetzt ist das der einzige Weg. Du musst mir vertrauen. Also, bitte, beruhige dich einfach und warte ab. Dann los jetzt, auflösen. Wo willst du denn noch hin? Es gibt noch eine allerletzte Sache, die ich erledigen muss. Du kleine Poserin! Es gibt doch gar keinen weiteren Grund, ein Tor zu virtualisieren. Was soll eigentlich diese Melodrama, Niall? Warum kämpfst du hart um das hier? Vergiss es, wir haben keine Zeit. Das wird schon, Mann. Dreh dich einfach um. Alles klar, alles klar. Hey, was machst du? Psst. Hallo. So haben wir eine der wichtigen Erinnerungen geändert, also. Sorry, Kleiner.
Jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Los jetzt, sonst sind alle guten Tische besetzt. Die sind alle gleich guten, Mensch. Nein, Johnny hat recht. An denen in der Nähe der Küche riecht es besser. Ganz genau. Und man muss sich nur umdrehen, um einen Olivennachschlag zu bekommen. Bah, Oliven. Was hat er gemacht? Geil. Um ihn zu retten rechtfertigt gar nichts. Er kann sich immer eine neue Ruhe versuchen, Niall. Aber seinen Bruder gibt es nur einmal. Jetzt komm, wir stehen im Weg. Und eine einzige Sache verändert alles. Es gibt keine Wiffer mehr. This world is no more. The moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down. They empty from the sky, but I don't mind if you're. Was ändert sich viel? Why do my words always lose their meaning? When I feel what I say, there's such a rift between them. He said I can't really seem to read you. When this world is no more, the moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down. They empty from the sky, but I don't mind if you're with me, then everything's all right. If you're with me, then everything's all right.
hat es also wirklich geschafft, was? Du klingst überrascht. Was ist aus? Wir machen jeden Kunden glücklich, denn wir sind einfach der Wahnsinn geworden. Das hier ist kein Erfolg. Ach komm, freu dich doch. Wir sind hier bei der NASA. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Lass uns wenigstens ein bisschen herumsehen. Nee, ich verstehe hier, was der überhaupt hat. Verstehe, was das Traurige überhaupt dran ist. Ich sag euch jetzt, wie lange das... Bitte warten Sie hier, es wird gleich jemand kommen, der Sie herumführt. Also wie ihr sagt, ich werde das jetzt hier durchziehen. Auch wenn das jetzt 40 Minuten die letzte Folge dauert. Wir sind am Ende, sagen wir es mal so. Und jetzt geht's ab. Wir haben sie nicht, dieses ganze Theater, nur wegen eines Mädchens. Ich wünschte, dass du jetzt was sagen würdest. Nee. Wie armselig, dieses ganze Theater wegen eines Mädchens. Na endlich, schön, dass du wieder hier bist. Ja, ja. Ah! Ups. Verzeiht. Ja, da habe ich was Falsches geklickt. Verzeiht mir, meine guten Leute. Himmel. Er mag ja aber jemand seinen Rucksack wirklich. Ja. To the Moon. Die Geschichte eines Versagers, der Astronaut werden wollte. Von einem Roman von Joey Wales. Ich kann nicht glauben, dass sich dieser Quatsch jemand verkauft. In der wirklichen Welt. Aber jetzt mal fragt. Sie sagt, wir sind nicht in der wirklichen Welt. Aber das, was wir gemacht haben, die Veränderung der Erinnerungen, verändert das nicht theoretisch die Welt für diejenigen? Liegt das an mir oder ist der Anzug innen kleiner als außen? Wir gehen erstmal in den zweiten Stock. Das hier ist die Mission Control Center. Im Moment passiert hier nicht viel, aber eines Tages werden Sie es in Aktion erleben. Ich habe beinahe erwartet, dass Sordon erscheint. Hier nicht. Was? Lass uns gehen. Hat sie etwa das ganze Leben jetzt von Ihnen umgekehrt oder was? Sag mal, was meinst du? Warte, die Mondlandung im letzten Jahrhundert wirklich... Ich lese das jetzt nicht weiter vor, also... Ich will jetzt wirklich gerade die letzten Momente hier in mich aufnehmen. Und das ist unsere Zentrifuge. Wenn sie Glück haben, werden sie eines Tages lernen, sie zu hassen. Ah, genau, das Schleiderdings. Hier auch nicht. Wovon redest du? Komm, wir haben nicht mehr lang. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, was... Ich verstehe es.
Ihre Werte sind hervorragend, aber trotzdem müssen wir Ihren Status in den kommenden Sitzungen genau überwachen. Ich verstehe, was... Ach, geil, wie die... Ich verstehe, was sie meint. Diese Kuh, diese dämliche Kuh, hat alles genau gemacht, wie es sein soll. Am Shuttle wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet. Wir können es uns im Moment nur von außen ansehen. Von hier aus sehen. Das ist nicht gut. Vielleicht haben wir doch etwas übersehen. Du musst wirklich an den Kommunikationsfalls arbeiten. Wow. Das kannst du laut sagen. Weißt du, wie beeindruckend das ist? Was? Das Stück ganz oben bis unten zu sehen. Da muss ich dir zustimmen. Wie ich die... okay. Also da oben. Arbeiten geschlossen sind, wird es nicht mehr so wie aussehen. Ja, dies ist die einzige Gelegenheit. Gut. Jetzt geht's runter. Jetzt geht's runter. Denn ich glaube, jetzt weiß ich, was gleich passieren wird. Wir haben unsere 4 Memo-Links. Wir kehren jetzt runter. Denn wir können jetzt hier rein. Ich frage mich, ob die echte NASA wirklich so aussieht. Wahrscheinlich nicht. Dies ist nur eine Konstruktion aus Johnny Fantasie. Ah ja, Wikifakten vergleicht dann mit seinen eigenen Hirngespinsten. Trotzdem merkwürdig, Vögel zu hören, aber keines zu sehen. Sorry, Neil. Ich dachte wirklich, wir hätten eine gute Chance. Was? Und hier ist unser Pausenraum. Das ist David. Er ist unser Missionsspezialist. Freut mich, Sie kennenzulernen. Zumindest hat er es in die NSA geschafft. NASA geschafft, wie es aussieht. Meinst du, er hat's bis zum Ende durchgehalten? Selbst wenn. Mehr braucht das, es braucht mehr als das, um Astronaut zu werden. Dann lass uns schnell den letzten Memo-Link finden. Ich würde ungern das Finale verpassen. Was ist los? Ist es schon zu spät? Ich weiß es nicht. Ah, und das ist unser anderer Neuzugang. River, richtig? Schön, sie dabei zu haben. Geil. Ich wusste, dass River kommt. Hallo, ich bin John. Puh. Ich dachte, sie wäre... Was zum... Eva! Du hast sie doch gelöscht. Nein, wie ich schon sagte, ich habe sie nur verschoben. Was sie mit ihrem Leben anfängt, ist ihre Sache. Aber die Welt besteht aus öffentlichen Daten und Johnnys Fantasie. Und weil Rivers persönliche Daten nicht Teil des öffentlichen Quellens sind, konnte das hier alles von Johnny... Trotzdem gab es eine gewisse Chance. Wie konntest du nur sicher sein, dass es funktionieren würde? Ich war mir nicht sicher. Das hätte auch schief gehen können. Ist dir das klar? Du warst doch nie sehr risikofreudig, Nails. Einigen wir uns drauf, dass diese Runde an mich geht.
haben noch zwei weitere Helme, oder? Ich glaube, Johnny würde sich über ein bisschen hier Freundlichkeit freuen. So haben sie sich dann also in einer neuen Erinnerung kennengelernt. Wie scheint, hat er es selbst geschrieben. Ganz schön eintönig, wenn du mich fragst. Wie heißt es? To the Moon. Das ist ein schöner Titel. Die erleben jetzt alle den letzten Augenblick von Johnny. Ah, da seid ihr ja. Ihr zwei solltet euch ausruhen. Morgen ist der große Tag. Ja, und wir werden jetzt alle, glaube ich, zum Mond fliegen. Das ist richtig geil. Endlich. Wir haben das geschafft. Ich will auch Astronaut werden, Dad. Eines Tages, Sohn. Wirst du das vielleicht? Pah. Du hättest ihn sehen sollen, als wir noch zur Schule gegangen sind. Ich schwöre dir, er hat sich keine Ruhe gegönnt. Er hat immer und immer wieder versucht. Als gäbe es nur für ihn ein Lebensziel. Hättest du gedacht, dass er es schaffen wird? Ha! Du etwa? Nein. So wie sie ist, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass sie es schafft. Aber da lag ich falsch. Umso besser, oder? Ja, ich freue mich für sie. Weißt du, das ist mein Bruder da in diesem Shuttle. Wow! Yep. Ich habe doch über ein Buch geschrieben. Allerdings mit einem weniger optimistischen Ende. Da muss ich ja wohl nochmal ran. Hey, Dr. Watts, nicht wahr? Danke, dass Sie uns hier reingelassen haben. Ja, schon gut. Eva hat das geregelt. Haben Sie herausgefunden, weshalb er zum Mond wollte? Natürlich. Und? Was haben Sie alles gesehen? Sagen wir es so. Das Ganze war ein Haufen schmalziger Käse, der sich dann von selbst gelöscht hat. Jetzt noch mit dem Doc reden. Wissen Sie, letzte Nacht habe ich mehr verdacht, dass wir Johnny bereits verloren haben. Ich dachte,
ich denke, dass er am Leben festhält, um auf sie beide zu warten. Dann hat er ganz schön viel Geduld. Ich hoffe nur, dass sich das Warten gelohnt hat. Malen Sie schon weiter, Ihre Kollegin wartet. Ich dachte, von hier wäre die Aussicht ganz gut. Zumindest gut genug, um den Verkehr zu sperren, hm? Sicher. Sogar dann, wenn die beiden real wären. Tja, dann ist das wohl der Augenblick, für den wir so lange gearbeitet haben. Bereit für den Start? Wir geben den Start frei. Komm hoch zu mir. Warum? Warum nicht? Du willst mich nur wieder über den Rand schubsen, oder? Durchaus möglich. Aber die Aussicht ist das Risiko wert. Na komm! Es wird klappen. Scheiße, der alte Knabe überlebt es nicht. Komm, komm! Weil ich eines Tages mit einem jenen Freundschaft schließen werde. Mission Start! Komm, schieß hoch! Er fliegt. Sein Traum wird warm. Da ist der Leuchtturm. Und alle alten Erinnerungen werden wieder da sein. Nur dass der Bruder von Johnny immer dabei sein wird jetzt. Sein Herz wird jetzt stehen bleiben. Hört ihr das? Und das war's mit Johnny. Ja, und das war's auch mit dem Spiel, Leute.
war von meiner Seite auch, um ehrlich zu sein, eins der größten Spiele eigentlich, die ich wirklich als Let's Player Let's Played habe. Das Besondere ist einfach diese ganze Emotionalität da drinnen. Und ich habe eigentlich wirklich Herzblut geweint. Vor der ganzen Dramatik und so weiter, auch was passiert ist. Wie alles zusammenhängt und so. Was es mit den Hasen zu tun hat. Dem Mond, den Sternen, den Leuchtturm und alles weitere. Und ich bin einfach beeindruckt auch wirklich, wie die Autoren, die Entwickler, die alle Leute, die da wirklich mitgewirkt haben. Leute, ihr seid wirklich ihr seid die besten Entwickler eigentlich, die ich jetzt, von denen ich jetzt ein Spiel gespielt habe. Auch der Background, den Hintergrund, die ganze Musik, die passt es so dazu. Und Leute, macht noch mehr Spiele von denen. Ihr könnt das und ich freue mich wirklich. Und Leute, liebe Zuschauer, ich hoffe wirklich, dass das Let's Play, was ich euch jetzt gezeigt habe, euch total gefallen hat. Ich würde gerne so welche weiter für euch machen. Also, weiter Let's Playen. Wenn ihr das wollt, natürlich. Ihr könnt mir auch jederzeit jetzt in die Kommentare reinschreiben, welche anderen Spiele ihr spielen wollt oder gesehen haben wollt. Und wenn der nächste Teil von To The Moon ist, wurde einer angekündigt, wenn der rauskommt, dann werde ich den für euch auch Let's Playen. Das verspreche ich euch. Hier ist er. Danke. Jetzt geht's spielen, okay? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Johnny das Hauch einfach so an Lily vererbt hat. Tja, wenn er das... wen hätte er es sonst geben können? Uns? Wobei es wirklich ein ziemlich mieser Auf für Beerdigungen ist. Wenn es so ein Erdruck gibt, können sie unten bei den Fischen schwimmen. Noch ein bisschen früh zu verscherzen, oder? Nö, dafür ist es nie so früh. Netter neuer Klingelton. Hallo, Eva hier. Wir sind auf dem Weg. Neuer Patient? Neuer Patient. Dann los. Hm? Und man sieht, Episode 1, To The Moon, ist abgeschlossen. Und es wird ein zweites Spiel geben. So viel habe ich auch schon herausbekommen. Es gibt jetzt auch ein kleines 20-minütiges Special, was ich auch schon gefunden habe. Ich werde das höchstwahrscheinlich für euch auch nochmal Let's Playen, mal sehen, wie das wird. Und Leute, ich hoffe, dass wirklich dieses erste längere Let's Play in der Geschichte von KKPC Player euch gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen natürlich hoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch die anderen Let's Plays von meiner Seite seht. Und bis zum nächsten größeren Let's Play. Euer KKPC Player. Ahoi.